willkommen zurück zu The Culling mit Kundran. Einen wunderschönen. Gerade erstmal eine Guten Tag, und wir sind unterwegs als Bonnie und Clyde. Lass mal hier ein bisschen Stress machen. Ich bin an den Labs gespawnt. Ich würde sagen, die gucke ich mir erstmal an. Ich bin gar nicht so weit auseinander. Ich bin an der Tankstelle. Kommst du danach hier hin, beziehungsweise irgendwie so Richtung Bahnhof? Ja, ich muss ja auch noch viel looten, aber dann ja. Kommt noch an, was wir finden. Ja, Bonnie und Clyde schon auch ab und zu in den Kommentaren, fand es aber ganz gut. Ja, Bonnie und Clyde ist echt gut. Schöner Vorschlag gewesen. Schon, ich muss nachspawnen. Komm schon, ja, Stamina Shot. Ja, ich hab zwei Spritzen, habe ich schon. Knuckles. Ah shit, oben auf dem. Kann ja auch noch was sein. Beziehungsweise gar nicht die Zeit hier jetzt zu verkaufen. So. Hier irgendwas. Eine Kiste oder so. Da haben wir den ersten Kill. Ein Orange Juice im Kühlschrank. Oh, ein Orange Juice ist echt gut, ja. Somebody was just beaten to death. You people are savages. Ein Knuckle Sandwich, okay. Klingt nicht so wirklich lecker. Das war wohl doch nur der Stand. Ich höre hier in den Labs, höre ich ab und zu Credits. Das hatte ich auch schon in den TT-Battle-Aufnahmen und ich habe keine Ahnung, wo die sind. Vielleicht oben im Baum, kennst du es doch. Kannst du mir entgegenkommen? Ja. Hier ist ein Cleaver, nice. Den nehmen wir noch. Der hat einen Recurve-Bow, hätte ich gern. Jo, bin noch hoch. Somebody was just beaten like an egg in a cooking scenario. Jetzt hier zwei Waffen im Schrank hatte ich auch schon lange nicht mehr. Komm ran, Kunran! Ja, 70 Meter, ich bin ja am Rennen. Sein Mate ist, glaube ich. Nee, du bist das, achso. Ich bin das, keine Angst. Nice, nice kill. Now watch them choke. Du hast natürlich zwei Waffen, ne? Ja, ich habe eine T2-Waffe. Ja, vielleicht sollten wir den mal eben kurz hacken. Wenn du eine Bandage und ich eine, dann reicht das. Ah, die sieht man am Boden nie. Wo ist jetzt hin? Muss man so, genau oder? Gucken. Da. Okay. Your enemy just killed somebody with noch ein Slot im Inventar? Ich hab'n Slot, was hast du denn noch? Dann nimm du mal den Orange-Schuss mit, weil dann will ich nämlich das andere gecraftete Knife noch mit. Also einfach nur zum Werfen. Sag doch hier irgendwo. Hast du? Ja. Zwei Waffen sind besser als eine. Das ist schön. Oh, das ist fast. Time to play Loot Express! In 2 minutes, a random package will be delivered to Colco Airport. Ja, nicht ganz über die Map, aber... Grünes Fass? Grüne Kiste? Grünes Fass! Aber war immer was Neues. Wobei, Zack. Gift... Das ist doch gut. Oh, das wusste ich auch nicht. Das ist ja geil. Ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Mein Inventar ist voll, ja? Und wenn ich jetzt auf den Dolch gucke und die 1 drücke, tauscht er es aus. Ja, das ist mir in einer der anderen Folgen mal aufgefallen. Ich hatte das gelesen in den Patch Notes, dass sie bei irgendwelchen Waffen, ich glaube sogar bei dem Crafted Knife und bei noch irgendwas, hätten sie das gefixt. Also es muss wohl schon länger gegangen sein. Ja, aber so habe ich das noch, genauso wie viele immer noch fragen, wie wechselt man die Slots, ohne was zu droppen. Aber das wusste ich jetzt nicht, dass du halt einfach so gezielt Gegenstände austauschen kannst, indem du nur die Zahl drückst. Aber das ist natürlich auch wieder ein kleiner, praktischer, da musst du es halt nicht auf den Boden werfen. Auf jeden Fall, vor allem stimmt, ich weiß es eigentlich und werf's trotzdem immer auf den Boden. Zack, 104. Unten waren auch noch irgendwo Feld. Hier glaube ich. Hier ist Boni schon auch gesammelt. Ne, hier liegt noch ein Schädel.
Ja, ich könnte meinen rufen. Ja, ja. Okay, dann hätten wir, obwohl du hast auch schon eine T2. Ich hab eine T2 auch. Die war es eigentlich ganz gut. Ausschaut vielleicht mal irgendwo eine grüne Kiste ist oder so. Kannst du mir kurz Pfeile machen? Zwei Stöcke sollten reichen. Hier, ja, kriegst du auch Stamina Shot. Dankeschön. Du hast jetzt gar keinen Platz mehr, oder? Dann sollten wir dir vielleicht zusammen ein Satchel machen, weil sonst jetzt kommt ja auch nochmal Gear. Wie bitte? Dunglords wäre ja eigentlich noch weiter weg gewesen. Zum Werfen. Hier liegen dann noch Spritzen. Also entweder nehmen wir die Spritzen einfach so und verkaufen die T2 Pipe. Die gibt ja mehr als eine Spritze. Dann nimmt jeder eine einfach. 20. Ja, kann man machen. Whoa, somebody's dead. Knife kill. Die Pipe liegt hier. Da. Weil dann würde ich glaube, die macht mega viel Nahkampfschaden. Dann behalte ich glaube ich die und verkaufe das Beil. Das Beil nicht bluten? Nee, es ist exposed. Ist zwar auch ziemlich geil, aber macht halt auch einfach mal ja, 21 statt 27 Schaden bei einem aufgeladenen Schlag. Hat er einen Airdrop gerufen? Ja. Wo ist der? Bei mir genau. Ah da, what the fuck. Mate. Kommt von hinten. Hau so um. Nice. Was ist mit dem ersten passiert? Wie konnte der so schnell sterben? Den habe ich ein aufgeladenes Messer in den Rücken geworfen. Und nutzt du gerade einen Mantracker? Ich habe einen Mantracker. Okay. Nimm den Recurve Bow hier oder willst du den nicht? Oh ja. Das ist ein Mantracker hier. Da kommt unser neuer Airdrop. Was ist das? Ist schon ein Fake. Ja. Nee. Oh, Bowie Knife. Also nicht so geil, aber. Ja. Ja, aber T3 Bowie Knife, ne? Ist immer noch gut. Stangen sollten wir eigentlich auch mitnehmen. Würde ich auch sagen. Stangen ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann die Steel Pipe weg. Also das Verkaufgedöns. Ja, eigentlich können wir ganz normal weiterkämpfen. Ja. Und höchstens noch irgendwie eine blaue. Ja, blaue können wir. Genau. Dahin. Wo? Vielleicht noch irgendeine bessere Wurfwaffe finden. Auch wenn halt das gecraftete Knife macht halt mit einem voll aufgeladenen Wurf. Ja, Achtung, auch 40 neue Gegner. Schaden. Komm auf uns zu. Getroffen. Ja, mein Dynamit auch. Impact Grenade war kacke von ihm. Ich habe ihr noch einen mitgegeben. Erstes geprockt. Und down. Guck mal, Tomahawk zum Werfen. Oh ja, das nehme ich. Und einen Rucksack, wenn du willst. Ich hab schon einen. Ach, du hast einen. Okay. Ja, ich hab den von dem ersten Team noch abgenommen. Schön. Das ist, oh, das Dynamit. Nein. Die Impact Grenade war eigentlich echt gut gedacht von ihm, aber ich habe halt einfach keinen Schaden davon bekommen, da er mehr Damage bekommen mit. Das ist halt echt geil, dass du das gehört hast.
Bonus-Perk. Ja, das mit dem Blut und Schaden ist halt so geil. Er war fast tot. Ich wollte ihm einfach nur noch den Pfeil mitgeben. Dann muss er sich heilen, weil sonst sein Perk schon geproppt wäre. Mhm. Wie viele Credits hast du? Was wollen wir machen? Wir machen Kisten auf, oder? Ja, blau. Oder blau oder Mitte. Ja, aber beim Blau können wir immer noch unser Gear nochmal verbessern. Ja, ich will auch sagen. Ich habe 191. 128, also eine blaue kann ich auch. Warte, dann lag nicht drin noch eine Machete, dann könntest du zwei aufmachen. Ja, aber wir kriegen auch so Credits. Okay. Kacke, ja. Und zwei können wir auch das aus den blauen Kisten direkt wieder verkaufen. Ja. Impact Grenade hätte ich ja gern gehabt. Ja, ist eine starke Waffe immer noch. Ja, Impact auf jeden Grenade. Fall. Super krass. Ey, die haben die blaue hier aufgemacht. Boah, das gibt's ja gar nicht. Ja, lass mal noch schnell in die Sewers, weil gleich ist nämlich Finale schon. Ist das so? Mhm. Oh ja. Ein Einzelner und noch ein Team. Bonnie und Clyde verprügeln gerade alle. Brauchen wir noch ein SMG. Eigentlich müssen wir Bonnie und Clyde heißen, bis wir von der SMG getötet werden. Oder, ja, vielleicht finden wir jetzt selber eine. Aber ich glaube, hier ist wieder nur Kacke drin. Und Dynamite. Das ist, ja, auch ja, das ist aber auch Kacke, muss man hier sagen. Hier könnte man vielleicht, wo ist die Machete hin? Die liegt hier oben. Achso, ja. Ja. Dann die werfe ich nochmal kurz. Richtung Mitte. So, und jetzt habe ich es nochmal mehrmals testen müssen. Man wirft mit mittlerer Maus länger. Mit linker Maus ist direkt droppen. Okay. Man müsste tatsächlich mit einem voll aufgeladenen Wurf 54 Schaden machen, wenn die Person nichts dagegen hat. Ja, oder einfach blocken, ne? Einfach nur blocken macht ja auch Schaden reduzieren. Ja, aber ist ja trotzdem noch genug. Mantrak haben wir nicht mehr, ne? Nee. Also ich habe jetzt einen Stamina-Shot, ich habe das Bowie-Knife. Ich habe auch Stamina, Orange Juice und Dynamit. Und wir haben beide einen Recurved Bow, also wir... Ja. Ich habe nur Waffen geswitcht. Also hier hinten war das nächste Team in die Richtung, in die wir gehen. Da hinten, klar, da kommt ein Airdrop runter. Auf die Brücke. Ah, schade. Das ist vor allem spät. Die haben ewig gefarmt, die haben nicht gekämpft. Nee, ich meine, wir können die Brücke leider nicht runterschießen. Schaffen wir rechtzeitig nicht mehr. Die eine Seite ist offen. Und der will es jetzt vielleicht fixen für seinen Kumpel. Wir müssen die linke Seite irgendwie treffen. Kann das. Okay. Schön. So, jetzt mal schauen. Mach das Gift unten drunter an. Ja, mach das Gift an. Los! Jetzt müssen sie springen und dann sind sie geslowt. Na kommt. Also sie können aber die Streben laufen, bla bla bla. Ja, er ist unten. Ach, hier kommt man ja nicht. Das ist, glaube ich, der Einzelne aber, oder? Ja, egal, der hat ja irgendwas Gutes. Toll. Okay. Den haben wir aber auch verschenkt, leider. Aber töten würde ich ihn trotzdem, ist auch gern. Ja, nicht, dass der am Ende in Endfight angreift. Ende lang. Echt? Da oben lang? Oh. Ja. Naja, ist leider schneller als wir. Ja, der wird bestimmt auf der anderen Seite wieder runtergehen. Der ist noch hier oben. Siehst du ihn noch? Ja, er geht, ist hinten ins Haus rein, kommt jetzt wieder raus. Geht Richtung Brücke.
habe ihn nochmal getroffen. Ja, aber wenn er jetzt, er rennt in die falsche Richtung, da kommt das, eh das Gas, dann lassen wir ihn jetzt. Wenn wir jetzt das Zweier-Team finden, haben wir auf jeden Fall genug Zeit, dass der den nicht einmischen kann. Ja, das ist richtig. Da muss ich auch auf jeden Fall nochmal heilen, also der hat nicht Zeit irgendwie zu uns zu kommen. Müssen wir die anderen zwei nur finden. Aber hatte der sich die Beine gebrochen? Hast du es gesehen? Ja, muss er ja. Aber das Gas hat ja ein bisschen gedauert, bis sein Weibbilder fit, denke ich. Ja, das kann natürlich sein. Frage, wo die anderen bleiben. Aufpassen, dass der andere auch natürlich jetzt nicht irgendwann uns im Rücken fällt. Aber der schien jetzt nicht wirklich was Gutes zu haben, oder? Ja, da auf jeden Fall werden mehrere Spritzen drin gewesen sein. Wir können hier mal gucken, was in der Mitte gibt. Runboost? Ja, das müsste. Runboost, Muscle Man. Dann weiß ich, dass noch einer Runboost war. Und der letzte ist auch Runboost. Ja, what the fuck? Dreimal Runboost und einmal Muscle Man. Das ist ja. Dann müssen wir vielleicht noch eine blaue suchen. In dem Haus da drüben. Dann, wenn was gut ist. Hier wurde schon gelootet. Ah, da sind die anderen! Ja, die müssen jetzt vom Gift weglaufen. Der kommt uns entgegen. Ist das unser? Das ist unser, ja. Er hat ein Dynamit. Hinterm Baum. Das juckt mich ja wenig. Noch eins. Weg! Zum Haus rennen. Ja, ich muss weg. Ich bin weg. Er ist jetzt schon tot. Ja. Ich bin voll. Schön. Wir haben nichts verbraucht für den jetzt, oder? Nö. Er hat halt Dynamit, aber das ist ja Schwachsinn. Wir müssen doch drin bleiben, oder? Bonnie und Clyde, wir haben jetzt 6 Kills. Auf 8 Kills könnten wir bekommen, wenn wir gewinnen sollten. Wenn wir gewinnen, haben wir 8 Kills, ja. Da sind sie auch. Gegner sind in der Mitte. Andere Seite. Siehst du, was sie an Equip haben? Einen Rucksack habe ich gesehen. Oh, den brauchen sind wir. Sind hier an dem ersten doppelten links schon. Ich glaube, ich habe was C4-mäßiges gehört. Kann auch Impact sein. Ich habe einen Bogen gezogen. Achtung, Kunan! Ja, ich meinen Bogen los. Macht aber nichts. Den haben wir. Okay, wunderbar. Hinter dir. Oh Gott. Mad Bomber! Nahkampf einfach! Ja, ich hab's. Einfach neben ihn stellen mit der Stange an. 7 und 1, also 8 Leute haben wir, ja. Ja, 8 Leute. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, dann schaut bei Kunan vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.